Ich melde mich hier aus Salzburg, aber nicht von der Jahreshauptversammlung von T-Mobile, sondern von der Mitgliederversammlung der NEOS. Die NEOS, das unbekannte Wesen. Wie ist eigentlich die korrekte Bezeichnung der Parteifarbe der NEOS? Ist es ein Magenta oder Leuchtflieder? E84188. Wie bitte? E84188. Das ist der Hexcode. Die Parteifarbe der NEOS ist das Pink, symbolisiert da irgendwie das Einhorn, falls Ihnen das was sagt. Ja, ich denke schon, dass das Einhorn ein wichtiger Bestandteil unserer Partei ist. Kann man das so zusammenfassen? Bei Ihnen bekommen wirklich alle die Drogen von Matthias Strolz? Ja, das ist jetzt eine Unterstellung von Ihnen, die ich leider zurückweisen muss. Nein, das sehe kommt nur der Vorstand, die Drogen? Die Einhörner, der Vorstand bekommt die Einhörner, ja. Wer waren denn Ihre Vorbilder, jetzt einmal abgesehen von Louis Define? Ja, Louis Define, wird der Kassen. Wenn Sie so zusammensitzen in der NEOS und Matthias Strolz spricht, wer lacht als Erster? Na, zuerst legen wir Landebahnen für die Zukunft und bauen Leuchttürme und wiederholen unsere Phrasen und da wechseln wir uns ab, wer zuerst lacht. Die Mitgliederversammlung der NEOS kann man dementsprechend auch als Pink Tank bezeichnen? A Think Tank. Das ist ein Unterschied. Pink Tank ist nicht Think Tank. Aber Sie heute sind ein Pink Tank. Ich bin beides. Pink Tank und Think Tank. Sie stehen hier heraus. Ist drinnen gerade Pause? Nein, drinnen ist nicht Pause. Die Frau Mlina spricht gerade. Aber worüber spricht die? Das weiß ich nicht. Da bin ich pinkeln gegangen. Dann möchten Sie vielleicht irgendjemanden grüßen lassen? Also, nein, eigentlich nicht. Ich habe im Wahlkampf Plakate gelesen, der NEOS. Ich habe es nicht verstanden, vielleicht können Sie mir helfen. Nebek Tiebra. War das NEOS? Ganz sicher. Russland, vielleicht waren Sie in Russland irgendwo. Nenök Nesel. Aha. Ja, das tut mir leid, ich habe das nicht lesen können. Nebe Legülf. Flügelheben. Das ist der linke Flügel, ne? Und das der rechte Flügel. Wollen Sie vielleicht mit mir gemeinsam einen Flügel heben? Flügel, immer. Immer Flügel, ja. Wodka mit einem Energy-Drink. Haben Sie Angst davor, dass Sie mit der Liste Pilz die Räumlichkeiten teilen? Dass es zu Übergriffen kommt? Der Pilz, der Schutzbaton der schnellen Greifer. Wir lassen ihn nicht rein. Der ist in einem eigenen Stock und zu uns rauf wird er nicht dürfen. Spezielle Sicherheitsmaßnahmen angedacht. Zu gefährlich, ja. Lieber Schimmel als Pilz, das ist immer ganz klar. Er ist ein Stock tiefer, also und er ist ein bisschen ein älterer Mann, also das wird ein bisschen dauern, bis er raufkommt, also wir sind gewarnt. Also so alles auf die Kästen und so. Bei uns braucht man, da gibt es das Codewort Liste. Und schon sind wir oben am Kasten. Sie gelten ja auch als sehr nachdenklicher, meditativer Mensch, bekannt geworden, dieses Kastaniengedicht. Darf ich Ihnen vielleicht ein Kastaniengedicht vorschlagen? Okay. Ich habe mir Folgendes überlegt. Du schöne Frucht, du bist so prall wie Peter Pilz sein Hosenstall. Ja, nicht schlecht. Schönes Gedicht. Ne? Das Syntax müssen wir noch arbeiten. Der arme Pilz. Aber er hat es verdient. Er hat sich das hart erarbeitet. Ja. Was ist denn das Wildeste, was Sie über Sebastian Kurz sagen können? Na, er hatte das zweite Knopfloch offen beim Hemd letzthin. Das war verwegen.